Hallo zusammen, hier ist wieder euer Chalan, ich bin wieder für euch in Dragonflight unterwegs und wollte ich euch heute wieder so ein kleines Video aus der Videoserie Waste of Money World of Warcraft Edition präsentieren. Und zwar habe ich wieder ein bisschen Gold ausgegeben, sogar ich würde sagen diesmal eine wenig größere Summe. Und ja, ich hätte fast vergessen dieses Video hier zu machen, denn ich habe das Gold schon letzte Season ausgegeben, wollte jetzt so ein bisschen abwarten, ob das alles soweit geklappt hat, bis quasi jetzt in die zweite Season rein. Hatte das dann so ein bisschen vergessen, weil ja, am Anfang von der Season ist immer ein Haufen zu tun. Und dachte eigentlich, ich habe das Video aufgenommen, hat es aber nicht aufgenommen gehabt. Und ich bin jetzt erst wieder drauf gekommen, jetzt hier ein kleiner Spoiler an der Ecke schon mal, weil ich für Folge Nummer 100 was Spezielleres plane. Und zwar will ich alle meine bisherigen Videos durchgehen, beziehungsweise habe ich jetzt die letzten Tage gemacht, und dann mal so ein, ja, eine Komplettauflistung machen, wie viel ich jetzt über die letzten, es sind tatsächlich jetzt 4 Jahre, wo ich dieses Format mache, so ausgegeben habe, sowohl an Gold als auch, am Anfang habe ich ja einiges auch an Kartenspielsachen gekauft für echt Geld. Und ja, da bin ich alle Videos durchgegangen, hat echt eine Weile gedauert, das kann ich euch sagen. Und das ist mir aufgefallen, Moment, ich habe das Thema, um das wir auch heute reden wollen, gar nicht drin. Ich habe es irgendwie vergessen. Gut, deswegen jetzt die Folge hier quasi noch eingeschoben. Ich habe nämlich schon wieder neue Sachen aufgenommen. Gut, das jetzt zum Vorgeplänkel. Was habe ich mir geholt? Und zwar habe ich mir einen Boost für RBG geholt, der war relativ teuer. Dafür habe ich 25,5 Millionen ausgegeben. Und was genau habe ich da einmal gekauft? Und zwar im RBG gibt es ja auch verschiedene Ratings. Und für jede 100 Rating ab 1000er Rating gibt es einen Titel. So, jetzt weiß der eine oder andere vielleicht, ich habe auch schon eine Weile hier diesen Großmarschall eingeblendet mit meinem Main, dass ich diese ganzen Achievements einmal schon gemacht habe. Ne? Also ich habe das zu... was war das, Cutter oder so, habe ich meine eigene RBG-Gruppe gemacht und oder hatte meine eigene RBG-Gruppe, und ihr seht, 2011 ist das alles, sprich diese ganzen Achievements und auch Titel, die hatte ich auch. Auch dieses 0,5 Achievement, da gibt es ja nochmal den Held der Allianz und solche Sachen. Also die habe ich alle in Cutter quasi mit meiner eigenen Truppe damals gespielt. Jetzt habe ich mir die nochmal gekauft. Warum? Macht ja eigentlich keinen Sinn, wenn ich die Titel schon habe. Es ist so, dass es unterschiedliche Titel für Horde und Allianz gibt. Und diese ganzen RBG-Titel, wie die meisten PvP-Titel, scheren nicht auf andere Chars. Heißt, ich kann mir den Großmarschall, Feldmarschall, Held der Allianz und was es da nicht alles an Titeln gibt, kann ich mir nur mit dem Char quasi einblenden, mit dem ich es gespielt habe. Ihr seht ja, das hat immer dieser Tela erspielt. So, jetzt ist es so, dass ich ja alle möglichen Sachen am Collecten bin. Unter anderem auch dementsprechend Titel, weil es da halt auch eine Auflistung gibt. Ich kann es jetzt mal hier bei Data for Azeroth reinziehen. Hier gibt es auch eine Titelauflistung. Mittlerweile bin ich auf Platz 3. Das denke ich mal ganz gut. Und bei diesen Titeln gibt es sowohl eine Ally- als auch eine Horden-Variante. Heißt, ich musste jetzt, um alle Titel zu haben, nochmal das Ganze auf einem Horden-Char machen. Und das habe ich quasi auf meinem zweiten Account, auf meinem anderen Druid gemacht. Seht ihr, der hat hier noch von letzter Season das PvP-Gear an, das habe ich dann auch schon aufgewertet. Und mit dem habe ich quasi den Spaß hier nochmal gemacht. Ich habe ein bisschen random angefangen. Ich glaube, ich habe so bis 1700, irgendwie so was, 1700, 1800, irgendwie so in den Dreh habe ich random gemacht. Habe mir das angeguckt und habe gesehen, okay, wenn dann, ich versuche ja alles effizient zu machen, mache ich einmal mit dem Char RBG, weil jede Season jetzt irgendwie ein bisschen hochzuspielen macht keinen Sinn. Ich brauche einmal die Titel und dann brauche ich nie wieder ins RBG rein, wisst ihr? Und dann dachte ich mir, komm, scheiß drauf, ich schaue jetzt mal, ob es da eine Boostgruppe gibt, die das machen, weil es anscheinend im höheren Ratingbereich nur 2, 3 Gruppen gibt, die insgesamt unterwegs sind. Und ja, da reinzukommen kannst du ziemlich knicken, je nachdem, welche Klassen da gebraucht werden, also das ist schwierig, deswegen dachte ich mir, komm, scheiß drauf. Ich zahle das Gold, da ist die Zeit-Nutzen-Relation auf jeden Fall gegeben und habe dann von 1700, 1800 war das, quasi bin da mitgelaufen bis 2,4 und ein paar zerhackte und es hat geklappt. Seht ihr, ich habe jetzt hier, wenn ich da drüber fahre, ist es quasi immer dieser Char hier und dementsprechend kann ich mit dem halt auch diese Titel einblenden und es zählt halt auch für Data for Azeroth und dementsprechend habe ich halt die ganzen Titel weg. Jetzt einmal mit dem Horden-Char quasi das, ja, über den Boost gekauft und damals mit dem Ali-Char selber quasi gemacht. Gut, ich musste hier auch mitlaufen, ein bisschen reinhauen, aber natürlich macht die Boost-Gruppe das, das meiste, da brauchen wir nicht drüber reden. Gut, so viel dazu. Es hat auch geklappt für diesen 0,5%, also den Held der Horde habe ich auch und ja,
Das ist quasi das, was ich mir geholt habe. Heißt, für den Teil bin ich jetzt erstmal im RBG durch. Ich habe sowohl die Allee als auch die Horden-Erfolge. Es gibt noch ein paar T-Mocs, was ich gesehen habe, die man quasi aus dem Classic-PvP gekriegt hat. Wenn man, die kann man jetzt quasi wieder kriegen, wenn man 1800er RBG-Rating hat. In der jeweiligen Season kann man sich die alten Sachen kaufen. Heißt, das müsste ich mit noch ein paar Klassen machen. Ich war mit dem Worry auch unter anderem letzte Season im RBG unterwegs und bin da auf 1800 und habe dementsprechend mir das Set schon geholt. Heißt, auf kurz oder lang muss ich das irgendwann mit den anderen Klassen auch machen, aber auf 1800 ist jetzt nicht so der Stress, würde ich sagen. Das kann man theoretisch auch random machen. Gut, aber sonst bin ich mit RBG soweit durch und ja, das war es soweit mit dem kleinen Video. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Und wenn ihr wollt, seht wir uns gerne in der nächsten Folge wieder. Und wie gesagt, schon mal wie vorhin der kleine Spoiler, die nächste Folge wird so ein bisschen eine Spezialfolge. Da habe ich jetzt stundenlang meine eigenen alten Videos angeguckt, wo ich schon teilweise nicht mehr wusste, weil die 3-4 Jahre zum Teil her waren, was ich da gekauft habe. Und ja, da ging einige Zeit rein, das alles zusammenzuschreiben. Und ja, wenn ihr wollt, könnt ihr gerne bei der nächsten Folge reinschauen. Euer Tilla, bis zum nächsten Mal. Ciao.